Leute, der Prank heute, ne? Wird der mit Abstand, meiner Ansicht nach, lustigste Prank, den wir je gemacht haben. Let's go! Ja, ich kann irgendwie nicht schlafen. Ich schon. Hä? Null von schlafen? Wer ist denn noch hier drauf? Luca? Hä? Bei mir steht 0 von 3 Spielern schlafen. Was machst du hier? Ja, ich kann nicht auf mein Bett drücken. Weil, oder bist du... Sandra, kann es sein, dass du mit beiden Accounts drin bist? Das geht doch gar nicht. Oh mein Gott. The Ultimate Vandom hat den Fortschritt Träumerschnitt... Wer ist das? Oh mein Gott! Sandra, der Wald brennt da hinten! Hä? Wo brennt der Wald? Warum? Keine Ahnung! Leute, der ganze Wald brennt! Ey, pass mal auf, dass der ganze Wald hier nicht abbrennt. Bruder, warum fange ich die ganze Zeit an zu brennen? Alter, ich hab fast kein Leben mehr. Ey, das ist kein Prank, Leute. Ich schwöre. Der Prank war jetzt nicht, dass hier plötzlich ein Wald brennt oder irgendwas. Ey, Sandy, wir sind zu dritt. Ey, das ist nicht der Prank. Was ist denn das auch für ein gruseliges Gesicht? Luca, teleportier dich mal zu ihm. Ja, wenn der irgendwo in der Luft ist, dann bin ich ja tot. Wo bist du, Sandy? Lass zusammenbleiben, bitte. Im Wald. Wo im Wald? Komm jetzt hoch zu meiner Hütte. Sandy, da oben fliegt einer, da oben fliegt einer, da oben fliegt einer. Wer ist das? Ich habe keine OP-Rechte. The Ultimate Venom. Hacker? Aber ihr kennt doch die IP nicht. Sandy, lass mal in dein Haus schnell. In dein Haus schnell, bevor irgendwas passiert. Kommst du? Ja. Bann ihn einfach. Ich habe keine OP-Rechte. Ich habe den Server nicht aufgesetzt. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Leute, was machen wir jetzt? Ich habe auch voll Schiss, irgendwie aus dem Fenster zu gucken gerade. Ey, der ist über uns! Oh mein Gott, guck mal das Gesicht an. Leute, schieß den ab! Wie soll ich den abschießen? Warte! Ich will gar nicht hier rausgehen! Digga, ich bin in die Hose! Mach den Glasblock kaputt! Der hat ein Netherit-Schwert in der Hand! Was bedeutet das? Das ist das stärkste Schwert! Der ist hier, Sandy! Der läuft hier rum! Sala! Sondern er steht vor der Tür! Geh du hin! Wer hat dir das geliebt? Hä? Warum liegt denn da so ein fettes... Ist das nicht dieses Teil von so einem... Leute, was ist das? Ein Dreizack? Ey, Sandy, jetzt verarsch mal nicht. Ist das einer von dir oder so? Nein, ich schwöre es dir. Ich habe eine Idee. Weißt du, was wir machen? Wir nehmen uns ein Boot und fahren. Dann komm. Hast du eins? Komm, Sandy, los. Schnell, 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 schnell. Wir laufen. Nehmen wir schnell ein bisschen was zu essen mit. Wir fahren jetzt einfach weg. Und wo fahren wir dann hin? Keine Ahnung. Irgendwo weg von dieser Insel, wo der uns nicht sieht. Weil der hat ja keine Rechte. Der kann sich nicht teleportieren. Wir fahren jetzt erstmal in die Richtung, weil da vorne in dem Wald kennen wir alles, okay? Ja. Leute! Wir haben keinen Kompass und wir haben kein Bett. Nein, du fährst jetzt nicht mehr nochmal zurück. Einer von uns beiden muss zurückgehen fürs Team. Komm sofort zurück! Ich weiß, wo Betten sind! Sandra, ich muss das Bett holen. Ich hol unsere Betten und einen Kompass. Gib mir eine Minute. Ja. Oh mein Gott, Leute! Ich laufe auch extra einen anderen Weg neben dem Weg her, dass sie uns nicht sieht. Aber im Zweifel schaut er ja sogar den Stream. Digga, als ob wir ernsthaft jetzt eine Person haben, die sich hier eingeloggt hat. Der ist auch immer noch drauf. Wir haben keinen Kompass. Leute, jetzt mal ganz kurz. Wir brauchen eure Hilfe. Das ist jetzt kein Monster oder irgendwie sowas. Was? Das war mir! Sandra, dann fahr mit dem Boot an der Insel vorbei. Ich hol schnell unsere Betten. Ich komm zu dir. Scheiße, der sitzt mit mir im Boot. Der sitzt mit dir im Boot? Der hat mein Boot gekippt. Ich seh ihn. Sandra, lauf. Der ist bei mir. Ich hol ein neues Boot. Ich mach schnell ein neues. Ey, Sandy, jetzt wirklich. Verarsch mich bitte nicht. Ich schwöre dir. Ich hab keine Ahnung, wie man läuft. Oh! Der ist drin! Oh mein Gott, der ist hinter mir! Sandy! Oh mein Gott! Wo bist du? Oh mein Gott, der ist hinter dir, Luca. Nein! Sandra, wer ist das? Das ist doch St. Malik oder so! Komm jetzt, Sandy! Komm, steig ein! Der ist auch ins Wasser. Der ist hinter uns. Der schlägt!
Siegfried! Nein, er hat das Boot kaputt gemacht! Mist! Schreib in Chat, was willst du? Ja, Ultimate Venom, falls du den Stream hörst oder schaust, dann schreib mal bitte in den Chat. Warum schreibt er nur Punkt, Punkt, Punkt? Nutzt Kai Pflaume. Bringt nichts, der fliegt ja, der hat ja Creative Mode an. Dann hier schreiben Leute, ich wusste von Anfang an, dass es Malik ist. Das ist nicht Malik. Wer ist das? Lass mich in Ruhe, bitte. Ich frag, was er will. Er schreibt einfach Luca, nur ein Lachsmiley. Luca, er schreibt euch. Ihr dürft nicht schlafen, erwache nur nachts. Ah, das heißt, wenn Tag wird, ist er weg. Da müssen wir uns nur irgendwie sicherstellen. Oder wir gehen halt vom Server einfach runter. Bist du runter? Ja, ich bin runter, aber er ist noch drauf. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich kenne niemanden, der diese Daten hat. Oh mein Gott, ich kenne doch jemanden. Diesen Server, das war ja der Server, den ich vorher mit Sirio hatte, wo wir gezockt haben. Kann es sein, dass der das noch ist, dass der seinen Namen geändert hat, weil der hieß früher Sirio01. Wir packen Sirio jetzt hier in den Call rein. Ich rufe den jetzt an, Wenn der das ist, ne? Was machst du? Das ist Zilf Sirio, der Peanut nur. Was guckst du? The Rookie. Ey, Bro, jetzt for real. Bist du gerade in Minecraft? Oder sehe ich aus, als wenn ich auf Minecraft bin? Oder sieht das aus wie Minecraft, Bro? Ja, dann scheiß drauf, Dicker. Dann hab ich keine Ahnung, wer das... Ja, aber okay, gut, Bro. Dann viel Spaß dir, ne? Aber der sagt ja, bei Tag ist er nicht mehr da. Ist ja jetzt Tag, was, ne? Was macht er denn jetzt bei Tag? Bei Tag chillt er und wir können unser Ding machen und dann kommt er wieder, wenn Nacht ist, oder wie? Wollen wir es einmal testen? Das dauert ja 8 Minuten, bis der Tag vorbei ist in Minecraft. Dann lass uns jetzt am Tag kurz unsere Sachen machen. Aber der war ja auch gar nicht mehr da. Guck mal, ob der noch da ist. Ja, der ist noch da. Also, du kannst ja Tab gedrückt halten. Ja, Digga, er ist wirklich da. Fuck. Ich hab Shift gerade gefunden. Nutz den helligen, schönen Tag, bis die Nacht anbricht. Sandra! Ey, ich schwöre, wenn du mich verarschst, dann machst du es gerade richtig gut. Nein, du verarschst mich. Leute, ich hab... Was soll ich denn machen? Wer soll das denn sein? Der ist da oben in der Luft. Der ist ganz hoch in der Luft. Guck mal. Wo? Da. Wo denn? Siehst du es nicht? Hier über mir. Hier ist das JTZ, dein Prank. Und wenn nicht, was war der Prank? Du bist in der Nacht da, Junge, du Ekliger. Ey, mein Prank war so krank. Aber den machen wir wann anders. Das werde ich jetzt nicht sagen. Aber was das gerade ist, ich dachte, das wäre jetzt von Sandra, aber ich glaube ihr mittlerweile, weil Sandra kann nicht schauspielern eigentlich. Die wird viel zu viel lachen eigentlich jetzt. Sandra, ist das wirklich nicht Malik? Malik ist der Einzige, der auch noch Zugriff hat auf diesen Server, weil du damals über seinen PC da drauf warst. Aber ich bin doch gerade auf dem PC drauf. Kopiert die Welt und macht so eine neue. Wieso fliegst du über mir, du Vollidiot? Das wäre die letzte Option, ja. Also an alle, die wirklich jetzt gerade Ahnung haben von Minecraft, helft mir bitte kurz. Kann ich in die Nitrado-Server-Konsole gehen und dann irgendwie in der Benutzerverwaltung das irgendwie machen? Ja? Dann mache ich es darüber einfach. Sicher? Ja? Luca ist kein Server-Operator mehr? Nein, das ist jetzt nicht wahr.